Hallo, ich bin's. Ich erzähle heute über das 8093 Blocko und Jedi Starfighter. Es ist von 7 bis 12 Jahren geeignet und es beinhaltet den R7-D4 und den Jedi Meister Blocko. Hier? Ja. Hier kann man das Laserschwert wegmachen. Da ist so ein kleiner Hebel hier. Kann man es auch wieder hinmachen. Also, in der die R2-Einheit, der R7-D4, sieht auf dem R2-D2 sehr ähnlich. Also, wenn man den Lokon, also wenn man die R2-Einheit da hier reinsteckt, in das Loch hier, da ist so ein Loch und so ein paar Hüppel, dann, wenn man den so reindrückt, kann auch so fliegen, also kopfüber. Und hier, das Cockpit, kann man mal reinschauen. Mhm. Und da kann man Plo Koon reinsetzen. So. So, hier unten gibt es hier drei Beine. Den hier, den hier und den hier. Hier hinten sind es noch solche. Wie heißen die nochmal? Düsen. Düsen, zwei Düsen. Hier kann man durchschauen. Und hier ist noch dieser Knopf, so ein runder Knopf. Stell es mal dahin. Spul zurück. Denn wenn man den drückt, ganz fest, dann springt Loco und das Cockpit raus. Schaut. Den kann man dann wieder reinsetzen. Das Cockpit zu machen. Und wer den R7D4 verloren hat und die Original R2-Einheit hat, kann den R2D2 auch da reinstecken, wenn man den R7D4 nicht mehr gefunden hat. Also, das war's. Bis bald.